Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe der Fondschance. Wir blicken nun wieder einmal auf die aktuellen Trends der Fondsmärkte und dazu begrüße ich Thomas Metzger vom Bankhaus Bauer. Herr Metzger, beginnen wir mit einem Blick auf die aktuelle Marktlage in den letzten Handelstagen. Da haben wir immer wieder neue Jahrestiefs beim DAX gesehen. Wie geht das jetzt weiter? Holt der Schwung für eine Erholung oder geht es weiter nach unten? Nun ja, also ich denke, dass wir jetzt zumindest eine gute Chance haben, einen gewissen Boden nach den Kursverlusten zu finden. Bin allerdings, was meine kurzfristige Meinung angeht, meine mittelfristige Meinung angeht, doch etwas skeptisch, dass wir jetzt wieder deutlich nach oben laufen sollten, denn es ist doch wieder etwas Verunsicherung in den Markt gekommen. Zum Beispiel, was die Entwicklung der weltweiten Konjunktur angeht, da machen sich die Anleger doch etwas Sorgen, wie es hier weitergeht. Wir hatten ja in den letzten Tagen und Wochen doch etwas durchwachsene Daten aus Amerika, zum Beispiel zum Arbeitsmarkt, zu den neu geschaffenen Stellen. Wir hatten etwas verhaltene Wachstumsdaten aus China. Und in diesem etwas von Verunsicherung geprägten Umfeld, da denke ich doch, dass es durchaus noch einmal auch kleine Rücksetzer nach unten gehen kann, dass wir vielleicht erst einmal in eine Seitwärtsbewegung gehen. Bin allerdings langfristig betrachtet doch optimistisch für Aktien, da einfach aufgrund des niedrigen Zinsniveaus und der niedrigen Renditen in anderen Anlagekategorien viele Anleger um Aktien nicht herumkommen können. Wir haben zudem ein doch interessantes Bewertungsniveau, das eben immer wieder unterfüttert wird durch die Gewinne der Unternehmen. Wir haben ein sehr interessantes Dividendenniveau. Also langfristig betrachtet, denke ich, kann man auch dann, sollten weitere Rücksetzer kommen, diese auch einmal zum Einstieg nutzen. Und wie schaut die Lage momentan auf dem ETF-Markt aus? Im Grunde sehen wir ja auch einen gewissen Umschwung in der Anlegermeinung. Man verkauft eher die sogenannten Short-Produkte, die Short-ETFs, zum Beispiel auf den DAX, also Produkte, mit denen man auf fallende Kurse setzen kann. Hier nehmen die Anleger Gewinne mit, die eben durch die Kursverluste des Index in den letzten Tagen aufgelaufen sind. Und man steigt wieder eher in die sogenannten Long-Produkte ein, also in Produkte, in denen man im Grunde auf eine Aufwärtsbewegung setzen kann. Gesucht sind zudem die nordamerikanischen Produkte und oder ETFs auf nordamerikanische Indizes, genauso wie auf Indizes der sogenannten Emerging Markets, also der Schwellenländer. Und wer zählte zu den Umsatzspitzenreitern bei den Fonds und ETFs? Hier finden wir gemäß diesen Umschichtungen ganz oben an der Spitze Produkte auf den deutschen Aktienindex DAX, sowohl Long-Produkte als auch eben die genannten Short-Produkte. Ganz interessant ist, dass wir eben auch Produkte auf das Thema Gold finden, genauso wie wir in den Top 10 der Umsatzspitzenreiter eben auch ein Produkt zum Beispiel auf den MDAX finden, also auf den Index der mittelgroßen Werte in Deutschland. Ja, Sie haben es gerade schon angesprochen. Der Goldpreis ist ja zuletzt deutlich eingebrochen. Hat er denn mittlerweile einen Boden gefunden? In der Tat, der Goldpreis konnte einen gewissen Boden nach den ja teilweise doch ganz heftigen Kursverlusten der letzten Tage finden. Ich bin hier allerdings etwas skeptisch, ob wir hier das Ende der Konsolidierung schon erreicht haben. Man darf ja nicht vergessen, dass wir seit einigen Jahren einen sehr starken Goldpreis sehen und da kann es dann eben immer wieder auch zu weiteren Gewinnmitnahmen kommen, denn viele Anleger, die dürften noch Gewinne auf ihren Positionen haben und in einem eher nervösen Markt dann diese auch einmal mitnehmen und sichern. Hinzu kommt, dass wenn wirklich die Konjunktur dieses Jahr gut laufen sollte, wenn es wenig Störfaktoren gibt, zum Beispiel von der Staatsschuldenkrise in Europa, dass man sich dann wieder den risikoreicheren Anlagekategorien zuwendet, wie zum Beispiel Aktien und hier den ja, sicheren Hafen Gold etwas links liegen lässt und sich eben wieder entsprechend in den Dividendenpapieren positioniert oder auch in anderen Rohstoffen, die eher von einer anziehenden Konjunktur profitieren können. Welche Daten und Termine werden die Investoren denn in dieser Woche noch beschäftigen? Vor dem Hintergrund der Nervosität, was die weltweite Konjunkturentwicklung angeht, da wird man sich doch ganz genau einige volkswirtschaftliche Daten anschauen, die diese Woche anstehen. Zum Beispiel ganz wichtig am Freitag die Einschätzung zum Bruttoinlandsprodukt aus den USA im ersten Quartal. Hier haben wir eben die Daten vorliegen.
Ganz interessant auch die Auftragseingänge der Unternehmen aus den USA, die wir diese Woche erwarten. Aus Europa haben wir die Einkaufsmanager-Indizes der Unternehmen, die eben Aufschluss geben, wie die Stimmungslage in den Unternehmen ist. Und hier ganz wichtig zum Beispiel der sogenannte IFO-Geschäftsklima-Index aus Deutschland, der auch diese Woche ansteht. Dann sage ich ganz herzlichen Dank, Thomas Metzger, für diese Informationen und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, sehr gerne. Soweit die heutige Fondschance, liebe Zuschauer. In 7 Tagen sehen Sie an dieser Stelle dann eine neue Sendung. Und bis dahin können Sie natürlich alle bisherigen Sendungen online nochmals abrufen unter drf.fm. Ansonsten bis zum nächsten Mal dann. Auf Wiedersehen.